was machen wir heute? Monitoring ist Greylock. Modern Approach Monitoring ist es das. Einmal so ein Überblick. Kurz zu mir, ja, bin hier recht neu. Mache Systems Engineer, Platform Engineering und Automatisierung. Dann die Agenda für heute. Warum benutzen wir überhaupt Greylock? Gibt ja schon Monitoring. Also Monitoring ist ja keine neue Technologie, das gibt es schon länger. Dann als nächstes, was ist eigentlich Greylock? Dann eine kleine Demo und zum Schluss noch eine Conclusion, was so jetzt das Fazit ist. Und danach Question and Answer. Dann dazu, warum Greylock? Existierende Monitoring-Lösungen haben halt einige Probleme, zum Beispiel bei den APIs, da sind einige besser, andere schlechter. Also man kann nicht immer alles aus diesem System rausholen. Das nächste ist, man muss sie meistens pollen. Also ich muss abfragen, das, was jetzt gerade ist, zum Beispiel um irgendwelche Logdaten zu bekommen. Was mal oft noch geht, ist, dass man Alarme nach außen pusht. Ansonsten ist es halt schwer möglich, die Daten aus diesem Monitoring-System rauszubekommen. Dann ist es sehr, insbesondere bei Kandidaten Nagios und Zinger, sehr schwierig, die mit dem Konfigurationsmanagement zu verheiraten. Man muss da ziemlich viel Aufwand reinstecken, damit sobald man einen neuen Host ins Konfigurationsmanagement aufgenommen hat, der auch auf dem Nagios erscheint und da eingebunden wird. Und das nächste ist, dass sie halt nicht sehr gut skalieren. Meistens dadurch, dass der Master halt rollt. Das kommt irgendwann an die Grenzen. Wenn man die Clients abfragt, dann braucht man mehrere Master. Die muss man dann in eine gewisse Hierarchie packen und irgendwann ist halt der zentrale Master überlastet. Ist halt auch nicht so schön. Und meistens hat man in der Systemarchitektur des Monitoring-Systems nicht darauf geachtet, dass es auch hoch verfügbar ist, alle Komponenten. Also ich will jetzt nicht, dass mein Monitoring steht, weil ich jetzt gerade meinen Monitoring-Master zum Beispiel ein System-Update mache. Wenn ich dann das System-Update schief geht und einen halben Tag das Monitoring down ist, das will man jetzt auch nicht. So, kurzes Überblick zum Projekt von Greylock. Das ist ein Open-Source-Projekt, unter GPL V3 lizenziert, ist 2009 gestartet. Und wird hauptsächlich von Greylock Inc., der Firma, entwickelt. Hieß früher, um die Verbindung komplett zu machen, früher hieß das ganze Projekt Greylock 2. Es gab nie ein Greylock 1. Irgendwann haben sie es eingesehen, dass das blöd ist mit Greylock 2 und haben es umbenannt in Greylock. Und entwickelt wird es von ein Dutzend Contributern auf GitHub. Dann mal jetzt. Genug zum Alten, was macht jetzt eigentlich Greylock? Also Greylock empfängt Nachrichten über diverse Kanäle, also ist ein großer Architekturunterschied zu zum Beispiel Zabbix oder Zinger. Die Agents müssen die Nachrichten aktiv gegen den Master pushen. Der Master holt sich gar nichts, der empfängt einfach nur. Und die Nachrichten sind GELF, das ist ein eigenes Format von denen, Greylock Extended Log Format, und das ist eigentlich nur ein komprimiertes komprimiertes JSON-Hash, und den kann man per HTTP, UDP oder TCP schicken. Man kann auch, also Greylock von Haus aus kann auch Nachrichten über Syslog-Protokoll oder Apache Kafka entgegennehmen. Wenn die Nachricht dann bei Greylock angekommen ist, wird das die Nachricht zu Streams zugeordnet. Die Streams werden, auf diesen Streams kann man dann Triggers definieren, und zum guter Letzt werden die Nachrichten in Elasticsearch gespeichert für das interne Graphing. Und auf Basis der Streams kann ich auch die Outputs zu verschiedenen Outputs die Nachrichten buchen. Outputs heißt zum Beispiel, ich kann jetzt, wenn ich das passende Plugin installiert habe, meine Nachrichten einfach ins HDFS schreiben oder in das Elasticsearch oder meine Data Warehouse-Lösung, die ich gerade so habe. Und außerdem kann man auf den Nachrichten, die im eigenen Elasticsearch gespeichert sind, über eine GUI schön suchen und Graphen, also Plots erstellen. Und die ganzen, also ich benutze noch MongoDB, um da unter Metadata zu speichern und die Alarme, die
ausgelöst worden sind. Also nochmal kurz zum Gelb, diesem Greylock Extended Log Format, das ist wirklich nichts anderes als ein JSON String, also ein JSON Hash. Und der hat einige erforderliche Felder, das ist Host, von welchem Host die Nachricht kommt, welche Version, eine kurze Message und einmal die Vollmessage, der Timestamp, den kann man, das ist das Einzige, den man auch weglassen kann, der wird dann aber vom Server auf Now gesetzt, das ist dann je nachdem, was man will. Und ein Log-Level, dieser Level richtet sich nach den Syslog-Leveln. Und man kann natürlich ganz viele Custom-Fields hinzufügen, die können dann einfach mit einem Underscore beginnen. Also in dem JSON-Hash muss der Underscore wird dann weggenommen nachher, aber im JSON-Hash an sich muss dieses Extra-Feld mit einem Underscore anfangen. Dann jetzt mal zur Architektur von Greylock. Also wie man hier sieht, man hat die Greylock-Server, die mehrere nebeneinander, hier zum Beispiel drei, die sprechen untereinander über Apache Kafka, sprechen sie sich ab. Und die Log-Nachrichten werden in den Elasticsearch-Cluster gespeichert, da kann man einen beliebigen konfigurieren, den kann man dann auch selber betreiben, je nachdem wie man lustig ist und wie hoch man den skalieren muss. Und die Greylock-Server, und man sieht, die haben jeweils so Message-Inputs, da kommen dann die Nachrichten an, da kann man verschiedene definieren und es ist auch egal, ob jetzt, also das ist ganz so designt, das Konzept, dass man hier einfach, wenn man die drei Greylock-Server nicht mehr ausreichen würde, stellt man einen vierten daneben. Und jeder von den Greylock-Servern kann dann die Nachrichten entgegennehmen und über eine API auch konfiguriert werden. Also ich kann den ganzen Greylock-Cluster über einen von diesen Knoten konfigurieren über die API, das verteilt sich dann auf alle. Persistente Konfigurationen werden dann in der MongoDB gespeichert, da kann man dann auch, wenn man da hoch verfügbar fahren will oder so, einfach einen Cluster hinstellen. Und das Ganze zugänglich gemacht für Menschen wird das über das Greylock Web Interface. Das macht eigentlich nichts anderes als ein schönes Frontend über die REST API legen. Also alles, was man in dieses Web Interface klicken kann, kann man auch aus seinem Skript über die REST API machen. Dann, was passiert, wenn so eine Nachricht überhaupt ankommt? Erstmal hat man hier diese verschiedenen Inputs. Das kann jetzt einmal ein Syslog-Input sein oder ein HTTP-Input, wo dann die per Post die Geldnachrichten reingeschoben werden. Das wird dann in dieses interne Format konvergiert, kommt dann raus. Darauf kann ich dann eine Filter-Chain anwenden. Das ist zuerst Extractor-Filter. Darauf kann man zum Beispiel, wenn man jetzt kein extra Feld hat für irgendeinen Sonderwert in der Nachricht, aber man weiß, in der Message steht immer an Stelle XY ein gewisser Zahlenwert, dann kann man den da extrahieren oder auch per Regex oder ähnliches. Dann kann man noch statische Felder hinzufügen, einfach um ein Tagging zu ermöglichen. Und danach kommt dieser Stream-Match-Filter. Das ist eigentlich der Filter, der die Nachrichten zu verschiedenen Streams zuordnet. Das Ganze läuft so, dass die Stream-Rules in der MongoDB gespeichert sind, um die halt auf allen Hosts verfügbar zu machen. Und jede Nachricht kriegt so ein Array von Stream-IDs. Also die werden einfach da dran gehangen. Eine Nachricht kann zu beliebig vielen Streams gehören. Und nachdem das passiert ist, gehen wir in den Output-Router. Dieser Output-Router hat per Default einen Elasticsearch-Output konfiguriert. Der leitet einfach jede Log-Nachricht in den Elasticsearch-Cluster. Den kann man auch quasi nicht weglassen, weil der für das Graphing benötigt wird. Also man hat hier keine MariaDB oder MySQL, wo dann die Log-Daten reingespeichert werden, sondern es geht nach Elasticsearch. Und man kann hier seine Custom-Stream-Outputs, was ich schon erwähnt hatte, wo man dann nach HDFS oder auch vielleicht in seine MariaDB oder MySQL immer speichern will. Ja, das Ganze, was ich gerade vorgestellt habe, ist eigentlich an jeder Stelle über Plugins erweiterbar. Die Plugins sind genau wie Greylock in Java geschrieben, also das komplette Framework ist in Java. Und ich kann mir einen neuen Input schreiben, also wenn ich jetzt
irgendeine Log-Nachricht habe, die ich ganz gerne direkt da reinschieben will, oder irgendein Protokoll, das noch nicht unterstützt worden ist, dann kann ich mir einen neuen Input schreiben. Das ist ein Plugin, das kann ich dann laden. Genauso Outputs, also wenn ich meine Nachrichten vielleicht auch noch in ein anderes Monitoring-System schieben will oder so. Services sind, die starten halt mit dem Greylog mit und die sind dann führen irgendwelche Tasks aus, die Greylog noch nicht kann. Alarm-Callbacks, da kommen wir nachher drauf zurück, das ist halt, wenn ein Stream einen Alarm triggert, gibt es defaultmäßig einmal einen HTTP-Callback, der dann einen Post-Request gegen eine definierte Adresse macht, oder einen E-Mail-Callback, der E-Mails verschickt an eine definierte Anzahl von Usern. Aber da kann man sich auch was Eigenes definieren, also zum Beispiel, wenn man irgendwie sein existierendes Alarming-System ansprechen will, kann man da ein Plugin schreiben, was das macht. Filters kann man sich auch neue schreiben, also die kommen dann vor dieses Stream-Filter, kann man dann da neue Filter reinschreiben, wenn man irgendwas, irgendeine Funktionalität braucht, die es noch nicht kann. Oder man REST-API-Resources kann man natürlich auch mit zum Beispiel Filters kombinieren, also die Plugins kann man untereinander auch kombinieren, also ein Plugin kann sowohl ein Output sein, als auch REST API zur Verfügung stellen und noch Periodical Tasks, das ist quasi ein Greylog interner Cronjob. Dann kommen wir auch schon zur Hands-on-Demo. Ich habe da mal was vorbereitet. Haben wir bisher vielleicht noch irgendwelche Fragen? Sind wir irgendwo zu stellen gewesen? Also während der Christoph gerade die Demo aufsetzt, könnt ihr gerne noch Fragen einreichen, ansonsten machen wir gleich weiter. Wir haben hier kurz eine Frage. Ja. Ist das Backend flexibel? Das heißt, muss ich da unbedingt eine Mongo benutzen oder kann ich da auch was anderes reinflanschen? Also bisher ist nur Mongo supported, aber es gibt Pläne, da allgemein andere Datenbanken reinzuflanschen. Ist ein Fokus für die nächsten größeren Major-Release. Ich hatte vor ein oder zwei Wochen mit dem einen Greylog-Entwickler aus München gesprochen. Die haben das im Scope, das ist halt historisch gewachsen. Früher hat man die Daten statt in Elasticsearch in Mongo abgelegt. Und da liegen halt jetzt noch die Konfigurationsdaten. Und deswegen muss man auch in Mongo betreiben, ist aber im Scope, dass man das raushaut, weil man die Daten klassischerweise eben nicht mehr in der Mongo speichert, sondern in Elasticsearch. Könnt ihr alle den Text lesen? Nee, vielleicht ich glaube, der ist noch nicht freigegeben. Ich glaube, du hast die ganze... Nee, ich habe nur den einzelnen Blurrer. So. Ja. Ja. So, wie passt. Also, falls ihr nicht lesen könnt, einfach in den Hangout-Chat reinschreiben, bitte. Ich habe jetzt schon mal vorher eine... Greylog, ich habe halt vorher schon mal in Vagrant in VM gestartet mit dem ich mein Greylog aufgesetzt habe. Und das Ganze ist, was ich gemacht habe, ist, ich habe auf derselben Vagrant VM einen Collect-D installiert. Den habe ich einfach über Logstash wieder jetzt abgeholt und dann nach Greylog geschippt. Und ich habe das System schon mal soweit vorbereitet. Das habe ich ganz einfach, es gibt hier Content Packs. Das ist hier mein Collect-D-Contact Pack.
Das kann man hochladen, das ist eine JSON. Das habe ich quasi einmal, diese Context-Packs erstelle ich, indem ich mein System einmal konfiguriere und dann sage, ich möchte bestimmte Komponenten als Content-Pack exportieren. Und dann kann ich das als JSON exportieren und in meine andere Greylock-Instanz wieder hochladen. Das Content-Pack habe ich jetzt zweimal applied, deswegen gibt es hier das hier zweimal. Noch die Schriftgröße ein bisschen größer. Ja, passt schon. So, da habe ich jetzt hier zum Beispiel schon mein Dashboard zusammengestellt. Da habe ich jetzt zum Beispiel den Traffic von meinen LAN-Interfaces, die CPU-Time, die totalen Messages, also es läuft schon ein bisschen. Ich habe jetzt insgesamt 2000 Nachrichten erhalten von meinem Collect. Hier gibt es dann auch die den Trend. Zum Beispiel ist auch noch wie viel Speicher frei. Das ist jetzt hier gerade mal ein bisschen blöd, wenn er in der letzten Minute da noch nichts hat, dann geht er hier runter. Und wie hoch halt der Load auf meinem System ist. Ich habe hier auch einen Stream definiert. Oh, das war ein sogar. Den will ich löschen. Genau. Hier ist dann mein Stream. Den Stream lege ich an und dann kann ich einfach zum Beispiel, wenn ich jetzt einen neuen Stream anlegen will, create a Stream, dann zum Beispiel legen wir einen neuen für CPU an, wo alles reinkommt, was Collect-D CPU-Messages sind, hier irgendeine Beschreibung. Dann speichere ich das und dann kann ich hier meine Rules editen. Da kann ich dann zum Beispiel auch einfach mal sagen, ich will mir eine Nachricht anzeigen. Dann holt er sich die most recent Message und ich sehe zum Beispiel, dieses Collect-D hat hier neben den angesprochenen Feldern Timestamp und der Host wird hier implizit zu Source. Full Message habe ich hier, Short Message wird zum Beispiel nicht mitgeschickt. Da habe ich dann halt die verschiedenen Felder hier angezeigt von der letzten Nachricht. Und dann kann ich mir zum Beispiel eine neue Regel definieren, zum Beispiel das Feld. Was war das? Was wollte ich hier nehmen? Das war dieses. Plugin, Plugin CPU, da kommt jetzt alles rein, was das Feld, wo das Plugin exakt CPU ist. Klicke hier auf einen Done und starte den Stream. Also der ist vorher stillgelegt, jetzt muss ich ihn starten, damit das dann sehe ich hier, kommen jetzt 8 Nachrichten pro Sekunde rein, also in einem gewissen Intervall schickt er das, das ist jetzt, weil es nur einer ist, recht langsam. Hier oben sieht man auch immer, wie gerade so aktuell das System ausgelastet ist, also wie viele Nachrichten ankommen und wie viele weggeschrieben werden. Man kann sich das dann auch in der Übersicht anschauen. Nodes. Hier habe ich dann meine verschiedenen Greylock Nodes. Ist jetzt gerade nur einer, weil es eine lokale Installation ist. Und hier sehe ich dann auch die verschiedenen Buffer, also wie viele Nachrichten im Input Buffer, Process Buffer oder Output Buffer sind. Das ist jetzt einfach, weil es gerade wenig ist, also wenig Nachrichten, ist hier, sind die Buffer einfach leer, weil es sofort abgearbeitet wird. Ich kann auch meine Nachrichten, wie eben schon gesagt, suchen. Das ist hier Lucene-ähnlich, also wie wer Kibana oder sowas kennt, kann sich das auch, kann auch suchen. Hier sind zum Beispiel, wird dann über Cookies gespeichert, Suchen, die ich schon mal gemacht habe. Zum Beispiel, wir haben jetzt gerade nach Plugin das Feld Plugin soll CPU sein, hatten wir eben gesucht, unseren Stream erstellt, danach können wir jetzt hier auch suchen zum Beispiel.
Hier sehe ich meine Felder, die available sind. Wenn ich zum Beispiel jetzt mal sehen will, welche Plugins gibt es eigentlich, kann ich immer auf Quick Values gehen. Gut, weil wenn wir nach Plugin suchen, sehen wir jetzt 100% Plugin. Es ist alle immer CPU, wenn man das jetzt wegnimmt. Und dann nochmal ein. Plugin, Quick Values. Sieht man jetzt zum Beispiel, dass es die verschiedenen Plugins immer die Top 5. Das könnte ich jetzt auch zu meinem Dashboard hinzufügen. Also so füge ich auch neue Nachrichten, also neue Plots zu meinem Dashboard hinzu. Also ich erstelle mir hier erst meine Suche und dann sage ich einfach add zum Dashboard Collect D. Wenn ich dann jetzt auf mein Dashboard gehe, habe ich hier da meine Quick Values, die ich gerade hinzugefügt habe. Sieht jetzt leider nicht mehr so aus wie eben. Das passiert öfter, also das haben einige Widgets, dass sie auf dem in der Suche hier anders aussehen als auf dem Dashboard dann. Genau, jetzt zum Alarming. Ich habe ja hier meinen Load-Alarm. Da kann ich dann über Manage Alerts, sagen wir zum Beispiel eine Field Value Condition. Und ich sage jetzt, wenn das Feld Short-Term einen höheren Durchschnittswert als 1 hat in der letzten Minute, soll er für eine Minute warten, bis er den nächsten Alarm triggert. Und das ist jetzt meine Alert Condition. Du hast das lauer ausgewählt, war das Absicht? Statt Meier? Nö, das war nicht Absicht. Meier sind 1. Ja. Update Alert Condition. Genau, hat man jetzt hier auch sofort schon gesehen. Hier hat jetzt auch sofort einen Alarm getriggert. Man sieht hier unten die Triggered Alerts für diesen Stream mit dem Reason, also der Field Short Term Termin Value lower than 1. Man kann hier jetzt mehrere hinzufügen. Zum Beispiel, ich könnte jetzt sagen, wenn ich weniger als eine Nachricht in den letzten 5 Minuten habe, dann soll er mich auch alarmieren. So als Watchdog quasi, dass dieser Stream läuft. Und je nachdem, wenn einer von diesen Alert getriggert wird, wird einer von den Callbacks aufgerufen. Die kann man hier definieren. Und wie eben gesagt hat, gibt es default den HTTP-Callback und den E-Mail-Callback. Beim E-Mail kann ich dann hier auch definieren, wie mein E-Mail-Body aussieht und das Subject und von wo es gesendet werden soll. Habe ich hier halt auch so eine Templating-Sprache, mit der ich das erstellen kann. Und ich kann hier dann auch verschiedene, entweder über meine Greylock kann ich über LDAP an meine Benutzerverwaltung anbinden, kann ich verschiedene User aus meiner Benutzerverwaltung hinzufügen oder direkt an E-Mail-Adressen, wenn ich jetzt zum Beispiel an irgendwelche Mailinglisten oder sowas schicken will, die aber keine extra User haben. Das nächste, was ich hier zeigen will, ist der HTTP-Alarm-Callback. Da gebe ich einfach eine Adresse an. Ich habe hier mal ein kleines Skript vorbereitet in Python, was auf dem Localhost Port 5000 horcht. Das muss ich noch eben starten. Event Scripts. So, das habe ich jetzt gestartet. Dann muss ich jetzt eben im Bildschirm das passende Terminal freigeben. Da habe ich jetzt ein kleines Python-Skript, das einfach auf dem Port 5000 horcht und ich kann es mal eben zeigen. Das ist jetzt wirklich hier ein Flask, ein 10-Zeiler, der einfach auf alle Post-Nachrichten hört, die nach Slash kommen und mir dann den JSON-Body-Ausdruck, der da kommt. Warum kommt jetzt hier kein
Du willst vielleicht noch den Last, dieses Laststuhl. Ach genau. Was ich noch will, das hat Arnold sehr recht. Ich habe hier. Wir wollen ja erst, wenn die Last größer als 1 ist, alarmieren. Dafür benutze ich einfach Stress und starte jetzt auch 4 Threads, die einfach voll Last erzeugen. Ich erziele lokal nur mein. Oh, ist nicht installiert. Habe ich jetzt ein Load Average von 2,5 schon. Sollte jetzt also, wenn er das nächste Mal was hat er? Warum macht er das nicht? Stimmt in einer Alert-Regel? Stream-Regel? Wenn viel sein last minute. Und hier ist mein Call. Ach. Ja, du hast die URL nicht richtig angegeben. Genau, die URL war jetzt nicht richtig. Deswegen ist er jetzt gerade in der Grace Period. Können wir es einmal um das abzukürzen. Nochmal schnell neu anlegen. Weil sonst war, also diese Grace Period ist quasi, er checkt die Alert Condition einmal in der Minute. Und wenn ich eine Grace Period von einer Minute angebe, wartet er 2 Minuten, bis er wieder alarmiert. Er hat nämlich dann eine Minute. Genau, ich habe. Ist jetzt blöd, ich habe nur ein Fenster mal freigegeben. Ich habe gerade in der Greylock GUI rumgeklickt. Hier war es, hier sieht man nämlich, hier waren schon ein paar Alarme, aber ich hatte diese URL hier falsch konfiguriert. Deswegen ist da noch nichts gekommen. Jetzt gebe ich mal wieder das Terminal frei. Und dann sollte eigentlich dort gleich. Jetzt. Da kam was. Scroll vielleicht mal ein bisschen hoch im Fenster. Genau, so stoppen wir den erstmal wieder. Genau, man sieht hier, das ist per Post kam jetzt hier ein ausführliches JSON. Man hat halt erstmal hier eine Description, warum überhaupt, also in menschenlesbarer Form, warum das getriggert worden ist. Ich frage mal den Stadtbesser. So. Nicht unnötig Stromverbrauch. Man sieht halt warum. Also das Short-Term hatte ein Mean-Value höher sind und auch noch welcher Trigger das jetzt war, also wenn man mehrere hat. Dann die Zeit in maschinenlesbarer Form welcher Benutzer jetzt diesen Trigger erstellt hat, zum Beispiel. Hier noch mehr die Parameter, welches Feld, welche Grace-Periode, den Threshold, Threshold Type. Also hier kann man sich das auch nochmal in maschinenlesbarer Form rausholen. Und. Dann hat man hier auch noch zum Beispiel welcher Stream, also zum Stream nochmal, das ist recht ausführlich, man kann sich da die entsprechenden Informationen alle rausholen. Das habe ich auch mal gemacht. So, ein bisschen Platz zu schaffen. Ich weiß nicht, wie viele von euch OpsGenie kennen. OpsGenie ist ein Alerting Service, bei dem man Alerting sich selber zusammenbauen kann mit Mobile App und Push-Nachrichten und E-Mail und SMS und Voice Call.
Und was ich hier gemacht habe, ist wieder dieses, wieder mit Flask mir da was zusammengebaut. Das macht nichts anderes, außer die Nachricht entgegenzunehmen, die Daten nach JSON zu laden, also in ein Objekt zu laden. Dann hole ich mir da das Check Result, die Result Description raus, die ersten 130 Zeilen, weil OpsGenie will da für die Nachricht eine 130 Zeichen lange Abkürzung haben und nochmal die ganze Nachricht. Das dump ich dann als JSON und schicke das dann über Request, also über einen HTTP-Request, einfach gegen die API von OpsGenie. Das kann ich jetzt auch mal starten. Und dafür brauche ich dann wieder den Stress, damit er auch alarmiert. Und dann kann ich hier den Bildschirm mal freigeben. Nämlich OpsGenie. Habe ich hier mein Dashboard, also das Online-Dashboard. Da sind jetzt bisher noch keine Alarme, aber man kann, also wie man hier sieht, man kann ja auch User definieren und Gruppen und Escalation-Strategien, Teams und auch nachher, wenn wir jetzt gleich den Alarm sehen, sieht man dann, dass man zuweisen kann, wer den Alarm bearbeitet. Und das ist ein recht ausführliches Tool, was sich nur darauf spezialisiert hat, Alarme zu machen, was eigentlich auch recht mächtig ist. Möchtest du vielleicht kurz noch ins Alert-Dashboard wechseln und gucken, ob wieder ein Alert getriggert wurde? Ja, das mache ich gerade. Genau, hier haben wir unser Load, den Stream. Falsch, da ist der Stream nur gewesen. Wir wollen aber die Alerts managen. Also das ist jetzt auch so ein kleiner Nachteil von Greylock, wenn ich jetzt sehen will, welche Alarme wurden überhaupt getriggert in der letzten Zeit, muss ich halt auf meine einzelnen Streams gehen und dann gucken, welche Nachrichten hier unten getriggert worden sind. Also laut Greylock-Doku ist das auch eher für Debugging-Zwecke gedacht, als dafür fürs tägliche Anzeigen, wie viele Alerts hatte ich jetzt. Ich kann es auch nicht irgendwie einrichten, zu sagen, gib mir mal alle Alerts auf mein Dashboard. Das müsste ich dann auch über eine andere Lösung, zum Beispiel OpsGenie oder machen. Was ich auch machen könnte, wäre natürlich einen HTTP-Callback bauen, der auf einen kleinen Proxy-Service geht und mir dann wieder das als Gelb-Nachricht vorne reinschmeißt. Dann habe ich einen eigenen Stream, der meine Alerts monitort und daraus einen netten Graphen macht. Das kann man auch machen, aber das ja, ist man sich dann, könnte man sich dann theoretisch auch mit Kibana entsprechend auch die Daten aus dem Elasticsearch visualisieren. Genau. Also das ist noch das eine, also das ist jetzt, was er jetzt im Elasticsearch macht, ist genau, die Sachen werden in Indizes gespeichert und alle Nachrichten landen in einem großen Index. Also den kann man, der wird dann, der Index wird gewechselt, je nach Zeit oder nach Größe. Wird er dann gewechselt, man kann zum Beispiel einstellen, dass man einen Index pro Tag hat oder der Index maximal 10 GB groß werden darf, dann wird er gewechselt. Alle Greylock-Knoten schreiben immer in denselben Index rein. Das ist der sogenannte Deflektor. Ich kann ihn auch, den manuell wechseln. Also wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann wird ein neuer Index erstellt. Hier der Greylock 1 und dieser Greylock 0 wird dann geschlossen und dann wird er auch nie wieder reingeschrieben. Also der ist dann archiviert und weg. Genau, jetzt hatten wir gerade schon gesehen, dass in OpsGenie ein Alarm getriggert worden ist. Haben wir das? Ja, das hat man kurz. Ja, cool. Eigentlich so, genau hier. Die Schriftgröße noch drüber. Da sieht man dann, dass hier verschiedene Alarme getriggert worden sind. Das ist hier diese Short Description, die ich daraus ziehe. Da kann ich dann auch draufklicken, dann kriege ich dann ausführliche Informationen zu meinem Alarm. Ja, ich will nicht meine Telefonnummer angeben. Und hier kann ich dann verschiedene Aktionen ausführen auf meinen Alarm. Zum Beispiel den Alarm zu irgendeiner Person assignen oder ein Team hinzufügen oder sagen wir Alarm Knowledge und etc. pp.
Ja, das erstmal zu Alarming und so. Dann wollte ich noch mal. Ich mache was live. Genau, das ist, was wir jetzt uns zusammengebaut hatten. Also wir hatten den Kollektiv, den Logstash, der nach Greylock schreibt, und Greylock sorgt dann dafür, dass es in den Elasticsearch kommt oder über OpsGenie oder Simple Python Script das Alarming abgefangen wird. Und dann noch als Conclusion. Das, was ich gerade noch kurz angesprochen hatte, ist, dass wir nur einen Index haben, und das heißt auch, dass Felder, die denselben Namen haben, dieselbe Semantik haben können, wie Elasticsearch kann ja, wenn man in einem Feld die erste Nachricht ein Integer ist, wird jedes nachfolgende Feld als Integer interpretiert. Das kann bei Greylock zum Problem führen, wenn ich zum Beispiel ein Feld Status habe, was von der einen Applikation mit einem Integer befüllt wird und von der anderen mit irgendwie einem String. Und wenn dieser String dann, wenn das die erste Nachricht einen Integer enthält und nachfolgende einen String, dann können die nachfolgenden nicht mehr gepasst werden, werden nicht mehr im Logstore gespeichert und führen zu Fehlern. Und die werden dann auch in der MongoDB gespeichert, die dann als nicht indexierbar. Die sollte man dann auch überwachen, ob da nicht Nachrichten auflaufen, weil sonst könnte es sein, dass die MongoDB vorläuft. Die Graphen, das hatte ich jetzt gerade nicht gezeigt, aber wer zum Beispiel Kibana oder ähnliche Tools kennt, man kann in diesen Graphen nicht frei rumzoomen, also raus und rein, sondern man hat diese Ansicht, wie sie ist. Man kann auch über Menüfelder einstellen, wie viele Sekunden in der Vergangenheit man sehen will. Die Alarming-Konfiguration haben wir auch gesehen. Ist recht rudimentär. Also ich kann in dem Alarming zum Beispiel jetzt auch keinen Alarm deaktivieren für eine gewisse Zeit für eine Maintenance. Die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist, diesen Alarm zu löschen. Und was man auch noch hat, wenn man jetzt pro Host monitoren will, muss man sehr viel konfigurieren, weil zum Beispiel diese Streams, da kommen jetzt alle Nachrichten rein, die, also den Streamload, den wir da hatten, da kamen alle Nachrichten rein, die vom Plugin collectd-load sind, also auch von allen Hosts. Wenn ich jetzt mehr als einen Host hätte, hätte ich da immer auch den Mean Value über alle Hosts, also den Load über alle Hosts und nicht über einen bestimmten. Aber wie ich am Anfang schon gesagt habe, alles, was wir da in der WebGUI machen können, kann man auch über die REST API machen. Jetzt gibt es noch irgendwelche Fragen? Also bestimmt. Ja, irgendwelche Fragen oder Beschwerden? Im Dashboard kann man noch eine kleine Ergänzung machen, da die Zeitfelder nicht flexibel und skalierbar sind, können die recht schön gecached werden, was in der Hardcluster durchaus mal die Knie zwingen kann, ganz viele Leute gleichzeitig ganz viel aufsuchen können. Also da kann man an Zeiten festlegen, wie lange das gecached wird, und dann kann man für alle Mitarbeiter sozusagen den gleichen gecachten Wert ausliefern und muss das nicht ständig neu berechnen, wenn das ist. Das stimmt. Aber es ist halt, man kann ja. Ja, also hier nochmal zu diesen Graphen. Dieses kann jetzt gecached werden, weil ich jetzt hier nicht irgendwie reinzoomen kann, sondern dieses ist halt ein gecachedes Sache. Zeit zu Greylock könnt ihr euch gerne an Christoph oder mir, Arnold, wenden. Vielleicht werden wir noch eine weitere Folge Brownback zu Greylock aufsetzen oder zu dem Thema Monitoring an sich. Wir schauen uns ja aktuell auch Prometheus an und andere Alternativen. Vielleicht hat der Nils noch demnächst einen Brownback zu kollektiven Prometheus vorzustellen. Ja, bleibt spannend. Also dann vielen Dank, Christoph, für den Vortrag, danke fürs
Zuhören an euch in der Hängerrunde und bis zum nächsten Mal.